Jo, servus Leute. Heute mal ein allgemeines Video, nicht zum Low-Budget-Projekt, sondern zum Thema, wie finde ich eigentlich den richtigen Luftdruck für mein Mountainbike. Ganz oft fragen mich Leute, sag mal, mit was fährst du denn für einen Luftdruck? Fährst du hinten mehr als vorne oder fährst du generell mehr oder weniger oder keine Ahnung? Die ganz coolen Leute, die fahren dann ganz wenig Luftdruck, weil umso weniger Luft man in den Reifen hat, umso cooler ist man. Aber das Problem ist, umso höher der Luftdruck, umso weniger kann der Reifen sich am Untergrund anpassen, wenn man durchs Gelände fährt. Aber der Rollwiderstand sinkt. Umso niedriger der Luftdruck, umso besseren Grip hat man, weil der Reifen sich eben besser an den Untergrund und Unebenheiten anpassen kann. Der Rollwiderstand wird aber sehr hoch und es steigt auch das Risiko einer Reifenpanne, wenn man irgendwo drüber fährt und ja, der Reifen eben aufgepiekst wird oder sogar durchschlägt und man dann eine Delle in der Felge hat. Das muss ja auch nicht sein. Heute erkläre ich dann, wie man relativ einfach auf den richtigen Luftdruck kommt. Und zwar, vor einiger Zeit, noch nicht allzu lange her, hat der Reifenhersteller Schwalbe ein Tool entwickelt, das heißt Schwalbe Pressure Prof. Das ist das hier. Das ist einfach eine Internetseite, da kann ich da drauf gehen. Und da kann man hier 9 verschiedene Sachen eingeben und dann spuckt der einem einen sehr guten Anhaltswert aus, mit dem man dann weiterarbeiten kann. Ja, wir fangen einfach mal an. Fahrergewicht gebe ich jetzt mal ein, beispielsweise 90 Kilo. Dann die Reifenbreite. Und hier fängt es dann schon an. Da sehen dann viele, hä, 50, 57, was soll denn das jetzt? Ich fahre doch 2,3 Zoll oder sowas. Ja, dafür gehen wir jetzt mal gerade ans Fahrrad. Um zu wissen, was man in die verschiedenen Felder einträgt, muss man natürlich erstmal ans Fahrrad gehen. Das erste ist der Felgenwert. Da guckt man auf der Felge und sieht hier Aufkleber. Und in meinem Fall ist es jetzt eine ZTR Flow Felge. Und da sieht man schon 559 mal 22,6 mm. Das hier hinten, das ist die Außenweite. Das bringt euch nichts. Das hier vorne, das ist die Innenweite. Es geht natürlich um die Innenweite, weil die Außenweite, das ist dem Reifen ja egal, sondern der muss wissen, quasi wie er sich innen reinlegen kann. Wenn das auf der Felge nicht draufsteht, dann müsst ihr es einfach ausmessen. Dann müsst ihr den Reifen rausnehmen und müsst gucken, wie breit die Felge innen ist. Schritt 2 ist natürlich dann die Reifenbreite. In meinem Fall habe ich jetzt hier einen alten Highroller drauf. Da sieht man dann da 26 mal 2,4 Zoll. Das bringt uns aber nichts, weil das ist keine genormte Größe, sondern das macht jeder Hersteller ein bisschen anders. Deswegen müssen wir uns den sogenannten ETRTO-Wert suchen, der auch irgendwo auf dem Reifen drauf steht. So, hier ist die Prägung. Das ist der sogenannte ETRTO-Wert. Hier hinten, das sind die 559 mm Innendurchmesser vom Reifen, beziehungsweise Außendurchmesser von der Felge. Und das hier vorne, das ist die Reifenbreite in Millimetern, sprich bei uns 61 mm. Das können wir jetzt eingeben. Gut, nachdem wir jetzt am Fahrrad waren, wissen wir, mein Reifen hat 61 mm. Das nächste, was an dem Wert dran ist, sind hier die 60 mm. Also wählen wir das erstmal aus. Weiter geht es dann mit der Felgenmollweite. Die haben wir ja auch gerade gesehen. 22,8 mm. Das entspricht ja fast den 23 hier. Wählen wir das mal aus. Der Fahrstil ist auf jeden Fall ein Enduro. Das Fahrkönnen, das wähle ich mal als ambitioniert. Untergrund gemischt. Untergrundbeschaffenheit muss ich ehrlich sagen, ich bin ein Schönwetterfahrer, also gebe ich hier mal einen trocken. Reifensystem, ich fahre in dem Ding noch Schläuche
und die Karkassenkonstruktion. Gut, hier muss man natürlich sagen, klar, ist ja ein Tool von Schwalbe, also werden sie nur die Schwalbe-Karkassen reingesetzt haben. Das muss man intelligent auf andere Reifen übertragen. Das heißt, ich fahre jetzt ein Extra Protection, deswegen wähle ich hier mal Snakeskin aus. Dann klicke ich auf Berechnen und dann sagt er mir vorne 2 Bar, hinten 2,2. Und das ist schon ein sehr guter Wert. Viele sagen dann, ja, aber ich fahre ja viel weniger. Ja, das wird aber wahrscheinlich daran liegen, dass du hier Einsteiger bist. Da hast du nämlich schon mal 0,1 Bar weniger. Warum? Weil sie sagen, dass der Einsteiger fehlerverzeihendere Reifen braucht als ein Profi. Wenn wir hier Profi eingeben, ist es nämlich noch mehr Luftdruck. Der Profi, der will schneller fahren und weiß genau, welche Linien er wählen kann. Deswegen braucht der einen Reifen, der potenziell etwas besser rollt. Und den Grip, den kriegt er einfach durch seine gute Fahrtechnik. Außerdem braucht man hier zum Beispiel bei Wechselhaft weniger Luftdruck, bei Nass noch weniger Luftdruck. Also da kann man sich überall mal durchklicken und kann sich so annähern. Was ziemlich viel auch ausmacht, ist Tubeless bei demselben Reifen. Oder aber wenn man auch eine andere Karkasse nimmt, also hier diese Billo-Karkassen, die brauchen mehr Luftdruck. Die hochwertigen Karkassen, die brauchen weniger Luftdruck. Im Downhill-Bereich fährt man mit noch weniger Luftdruck, weil da kommt es nicht auf den Rollwiderstand an, sondern da braucht man wirklich maximalen Grip. Genauso ist es dann auch, wenn man zum Beispiel einen sehr leichten Reifen fährt und hier oben Cross-Country fahren will, dann ist es sehr viel mehr Luftdruck, weil da kommt es nicht so auf den Grip an und eben viel mehr auf den Rollwiderstand. Das heißt, dieses Tool hier, das sind immer nur Anhaltswerte, aber es sind sehr gute Anhaltswerte. Ich habe das jetzt schon auf mehreren Rädern ausprobiert. Das passt echt ganz gut und damit hat man eine gute erste Wahl, einen guten ersten Wert, mit dem man seinen Reifen mit einem guten Gleichgewicht zwischen Rollwiderstand und Grip und Pannensicherheit befüllen kann und davon ausgehend kann man dann weiterarbeiten. Ja, ich hoffe, das war euch eine Hilfe. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir natürlich wie immer gerne schreiben. Ansonsten vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt und hoffentlich bis zum nächsten Mal.